Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drakensang, das Auge der Königin. Ja, ich habe mich also nach der letzten Folge nochmal umgeguckt hier drin, dass wir nicht zusammen ewig lang suchen müssen. Es ist sehr gemein. Ich habe es nur durch Zufall gefunden. Es ist nämlich eine kleine Schriftrolle, die genau hier liegt. So. Verschwinde. Ich habe das Dokument über den Felsbeißer Clan gefunden. Wie sollte ich jetzt das Dokument über die Felsbeißer Hugen bringen? Lesen können wir es nicht. Dieses Dokument enthält Informationen über den Clan der Felsenbeißer in Ferdok. Und ja, keine Ahnung, wo die restlichen Statuenteile liegen. Die müssen wir auch noch irgendwann suchen. Seid ihr fündig geworden? Ja, hier ist das Dokument. Wunderbar. Schaut doch später mal in Silberkron vorbei. Dann spendiere ich euch ein helles Ferdok her. Will ich machen, lebt wohl. So. Ich habe die Dokumente über die Felsenbeißer gefunden und Hugen gebracht. Ich habe Hugen das Dokument gegeben. So, also. Als nächstes das mit dem Rauschkraut. Weil entführt und so können wir nicht machen. Also im Silberkrug sollen wir vorbeischauen. Ja. Der Silberkrug war, glaube ich, drüben in am Piusplatz. Ja. Zeug zum Verstauen haben wir gerade. Ja, doch, hier ein bisschen, hier ein bisschen. Also gehen wir jetzt erst in den Piusplatz, in den Silberkrug und gucken mal, ob er dort schon dort ist. Weil vielleicht führt das zu noch einer Quest für uns. Und ja. Dann verstauen wir unser Zeug und dann reisen wir nach Murolosch. Gucken dort nach dem Schmuggler. Und von Murolosch geht's dann weiter. Nach Talon. Wegen den Trollen und den Schiebern dort oder den Drogenkonsumenten dort. Und dann, wen haben wir noch? Talon? Talon? Ja, Blutberge, der Koch. Der Torfstecher. Wenn wir überhaupt schon in die Moorbrücker Sümpfe können. So, ja, Silberkrug ist hier. Er ist aber, glaube ich, noch nicht da, oder? Nö. Städterin, Städter, Händler, Holzfäller. Noch ein Händler. Nee. Okay, merken wir uns das aber mal. Weiß nicht, ob das einfach nur so ein Wort war von den Entwicklern oder ob es wirklich so geplant ist. Und wir gucken später nochmal, wenn wir wieder hier am Paiosplatz sind. So, mal gucken, gibt es was Neues in unserem Anwesen? Ach, unsere Strauchdiebin steht hier rum. Zu Diensten?
Na, überrascht? Ihr hattet wohl nicht erwartet, mich noch einmal wiederzusehen. Allerdings nicht. Was führt euch denn in mein Anwesen? Liegt es nicht auf der Hand? Ich bin gekommen, um meine Schulden bei euch zu begleichen. Ihr habt zwar gesagt, dass ihr das Geld nicht haben wollt, aber ich kann es leider nicht ausstehen, bei jemandem Schulden zu haben. Hier, eure 20 Dukaten. Ich habe euch doch schon gesagt, dass ich das Geld nicht haben will. Dann gebt es jemand anderem. Oder spendet es für einen guten Zweck. Da ist es auf jeden Fall besser aufgehoben, als bei dem Pfeffersack Störrebrand. Na gut, wenn ihr euch dann besser fühlt, nehme ich das Geld. Genug geplaudert. Es wird Zeit für mich weiterzuziehen. Lebt wohl. Okay, da verschwindet sie. Wir sind 20 Dukaten reicher. Können wir wieder nach unserem Goblin hier unten gucken. Wo ist unser Goblin? Hier ist nur unser Wühlschrat. Okay, Quark ist im Geheimversteck. Du zurück! Quark freut sich, dich zu sehen. Schön, dass du noch da Warum bist. Warum soll Quark gehen? Ist doch großer Keller. Gibt so viel zu finden hier. Tatsächlich, was hast du denn so gefunden? Hier, schöner Helm mit Geweih. Ist leider an einer Stelle abgebrochen. Aber vielleicht, du kannst brauchen? Den brauche ich allerdings wirklich. Hier, hast du Helm? Hast du noch andere Sachen, interessante Sachen gefunden? Ja, Quark noch einmal gefunden. Hat so ein Loch und Beulen, aber sonst noch in Ordnung. Du willst haben? Dann behalte den Eimer, dafür habe ich keine verwendet. Danke. Quark kann Eimer gut gebrauchen. Okay, hast du noch was anderes gefunden? Nur alten Zettel. Quark braucht nicht, aber vielleicht du? Hier ist Zettel. Ein Zettel sieht aus, als ob es sich um eine Anleitung handelt. Leider ist sie unvollständig. Es geht nicht daraus hervor, was man damit herstellen kann. Mehr Quark nicht gefunden. Aber vielleicht später. Quark noch nicht in allen Ecken nachgesehen. Dann schau doch mal, ob du vielleicht noch die fehlenden Teile der Anleitung findest. Viel Vergnügen bei deiner Forschung des Kellers. Ich komme bei Gelegenheit wieder, dann kannst du mir erzählen, was du noch gefunden hast. Oh, ja. Quark, jetzt weitersuchen. Okay. Eine unbekannte Anleitung. Das erste Teil. Quark hat das erste Teil einer Anleitung gefunden. Vielleicht findet Quark noch ein weiteres Teil der Anleitung. Okay. Na, das ist nur ein oller Geweihhelm. Okay. Zettel scheint Teil einer Anleitung zu sein. Du zurück! Quark freut sich, dich zu sehen. Hallo Quark, hast du denn noch einen Zettel gefunden? Nein, kein Zettel. Quark, weiter. Okay. Das heißt, wir kommen später irgendwann nochmal. Also der Wühlschrat und Quark sind schon mal gute Freunde geworden. Ich werde jetzt einfach mal das Anwesen verlassen und wieder betreten und gucken, was passiert, ob noch jemand auftaucht hier im Haus. Es gibt ja noch andere Leute außer die Streunerin. Und ich weiß nicht, ob und wie das alles triggert oder ob das alles triggert oder ob wir schon was kaputt gemacht haben. Das kann man bei einer Mod leider nie sagen. Kann man bei einer Mod aber auch leider nicht immer so ernst nehmen. Aber nein, kommt keiner mehr gerade. So, dann. Das bin ich. Fangen wir mal an, Zeug wegzupacken. Spielen. Ne, hier sind nur Munition drin. Hier sind die Ringe und so drin. Hier in der Truhe sind die Sachen. Hier in der Kommode haben wir Rüstungsteile. Komm, Quarks Helm verkaufen wir nicht. Komm, das geben wir mal alles zu ihm, was
in die draußen in die Schreinerkiste muss, also die Bogenbaukiste. Weil das ist dann alles Alchemiezeug. Pfeile haben wir noch genug. Wie sieht's mit Bolzen aus? Haben wir auch noch mehr als genug? Sanja. So, dann packen wir alles, was wir haben, hier rein. Drachenblut, Alkohol, Raun, Zwiedestillat, Schwefel, Finage und das da. Oh, Quellwasser. Oh, hat sich das Quellwasser, da hat sich das Quellwasser versteckt. Ein prächtiges Haus. Wer weiß, welche Kostbarkeiten es einst zierten. Ich versuche mein Bestes. So, Vorgrim. Pack mal Edelsteine, Blattgold, Erz und Kristalle weg. Die scheinen nämlich jetzt Arbeitsmaterialien zu sein. Also für neue Rezepte und so gebraucht zu werden. Und wir packen Holzleim, Pfeilspitz, Gänsefedern, Ulmenholz. So. Du bist leer. Du hast nur noch die Sachen für die Trolle. Sprich, Freund. Du bist leer, du bist leer. Gut. Folgt mir. Dann können wir jetzt noch einmal den Silberkrug schauen. Und dann geht's nach Murolosch. Aber ne, ich sehe immer noch keinen Zwerg im Silberkrug. Das heißt, das machen wir, wenn wir wieder zurück sind. So, Karte. Erstmal Quicksave machen. So, auf nach Murolosch. Naja, so wie es aussieht, können wir jetzt auch Murobrück wieder betreten. Gucken wir mal, gegen was kämpfen wir hier jetzt? Wölfe. Da sind zwei Oger auf der Straße. Das sind drei Oger. Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Oger, die sich mit Wölfen prügeln. Hm.
Okay, die geben sogar noch Erfahrungspunkte.